So, jetzt werden Fill-ins Offbeat gespielt. Das bedeutet also nicht auf die 1 beginnen, Onbeat, sondern ein Achtel später oder früher auf Offbeat. Zur Verfügung haben wir die Möglichkeit auf 1 und oder 2 und oder 3 und oder 4 und im Viervierteltakt. Ich nehme mir die 4 und als ein schönes Beispiel. So sind die Fill-ins nur ein kleines bisschen länger als gewohnt. Eben ein Achtel länger, weil nicht auf die 1, sondern die 4 und vorher. Und ihr werdet sehen, dass sich das akustisch und spielerisch ganz schön auswirkt, wenn man das spielt. Ich spiele es euch vor. Einmal die normale Tour auf 1 und dann diese Offbeat-Variante. Schaut es euch an. Bis später.